Seit 13 Jahren, also seit 2002, leben die Patres des Paulinerordens auf Mariahilf ob Passau. Pater Mirko kam zuerst, die anderen fünf folgten nach und nach. Eine kleine Ordensgemeinschaft mit 6 Patres lebt hier in einem der noch heute bedeutendsten Wallfahrtsorte im Bistum Passau. Jeder Tag beginnt für sie mit dem Morgengebet, als Danksagung an Gott. Und für mich persönlich ist das Gebet das erste Frühstück. Da brauche ich die Kraft für den neuen Tag und der Gott gibt mir sie. Das Morgengebet ist genau ein Teil dessen, was die meisten Menschen mit einem klassischen, traditionellen Klosterleben verbinden. Ein klar geregelter, von Gebetszeiten bestimmter Tagesablauf. Doch ist das Ordensleben heute weit mehr als ora et labora, beten und arbeiten. Das richtige Klosterleben können wir nicht mehr führen. Eigentlich, das wäre auch nicht unsere Aufgabe. Wir versuchen natürlich, den Leuten entgegenzukommen und wir versuchen, in der Gemeinde zu sein. Das ist, denke ich mir, in der heutigen Zeit unheimlich wichtig. Die Patres wirken viel in die Gesellschaft hinein, leben keinesfalls ein abgeschottetes Ordensleben. Dabei hat jeder der 6 Pauliner Patres seinen eigenen Aufgabenbereich. Und der ist maßgeblich dafür, wie ein Tag konkret aussieht. Zum Beispiel der Pater Jakob und Pater Darius, die arbeiten in der Pfarrei Innstadt und da müssen die dort ihre Aufgaben und Verpflichtungen nachgehen. Ich und Pater Sebastian, wir sind hier für die Wallfahrtskirche verantwortlich und versuchen so gut wie möglich die Wallfahrer zu betreuen. Dann ist noch der Bruder Christoph, den Sie auch gesehen haben. Der ist dann zuständig für die Messner, zuständig für die Wallfahrtskirche, für den Garten und die ganze Anlage. Und dann ist noch der Pater Mirko, der eigentlich ein geistlicher Begleiter ist und auch im Priesterseminar tätig. Die Frage, wie bringe ich jungen Menschen das Ordensleben wieder als einen attraktiven Lebensweg näher, beschäftigt die Patres durchaus. Für die Pauliner geht es darum, wie auch für viele andere Orden, wieder mehr junge Menschen für das Ordensleben zu begeistern. 2 Sachen, Christus und Gemeinschaft. Christus ist die wichtigste und schönste Motivation für Ordensleben. 2. die Gemeinschaft und vielleicht, was heißt vielleicht mit Sicherheit, das 3. Begeisterung fürs Gebetsleben. Das sind die 3 Sachen, auf denen das Ordensleben baut, in verschiedenen Facetten, Christus, Gemeinschaft, Gebet. Insgesamt gibt es noch 7 Männerorden im Bistum Passau. Der Paulinerorden auf Mariahilf ist einer davon. Mit schon bald nur noch 5, statt jetzt 6 Patres. Pater Mirko wird Mariahilf im August verlassen und in das Kloster Gartelberg bei Pfarrkirchen einziehen. Eine neue Heimat für den Paulinerorden im Bistum.